Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. Ja, wir kommen jetzt zu den Regeln von Black Angel. Vielleicht habt ihr euch das Aufbauvideo schon angeguckt. Falls nicht, zeige ich jetzt gleich noch ein bisschen was dazu. Ihr dürft natürlich die Regeln auch gucken, ohne das Aufbauvideo geguckt zu haben. Aber in dem Fall möchte ich dazu noch gleich ein bisschen was sagen, weil ich den Aufbau ein bisschen anders gemacht habe, als er eigentlich gehört. Was einfach nur jetzt technisch bedingt bzw. videobedingt so gemacht ist, weil ich es dann besser zeigen kann und man dann eben einfach alles sieht. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß bei den Regeln zu Black Angel. Ja, fangen wir gleich mal an. Ich zeige gleich mal, warum was anders ist. Ihr seht, diese Planteile sind hier nicht dahin gebaut, wo sie hingehören. Normalerweise, zeige ich ganz kurz, gehören die nämlich hier oben dran und zwar bis oben durch. Das wäre jetzt hier am Tisch so nicht machbar. Ich müsste das dann querlegen. Dann liegt aber natürlich auch der ganze Spielplan quer und ich möchte den eigentlich so haben, dass ihr den auch klar seht. Und ich vergesse immer oben einzublenden, beziehungsweise vergesse es dann auch wieder auszublenden, aber gut, kurzer Einwurf. Ja, also wie gesagt, normalerweise kommen die Spielplanteile da eben oben hin. Dann müsste ich es aber wie gesagt querlegen, dann wäre es eben so. Und ich habe jetzt deswegen auch für drei Spieler aufgebaut, weil bei zwei Spielern ändert sich hier nochmal ein bisschen was und wollte ich eigentlich nicht nochmal extra erklären, beziehungsweise das kann man ja in den Regeln kurz nachlesen. Und zwar, wenn ihr zu zweit spielt, kommt hier zwar immer noch ein dritter Spieler sozusagen mit rein und kommen auch Würfel nochmal hier mit rein. Die können sich, aber das kann sich im Laufe des Spiels ändern. Die kommen nämlich raus, wenn ihr wieder Roboter reinstellt. Und dann habt ihr im Laufe des Spiels dann wieder sozusagen einen Spieler weniger, wenn man so will. Der hat aber natürlich auch keinen Marker und so. Das ist eigentlich dann nur für die Würfel. Macht auch deswegen Sinn, weil ihr natürlich ja auch Würfel von den Gegnern nehmen könnt. Und sonst wäre es zu zweit einfach wirklich kritisch mit den Würfeln. Man würde relativ schnell schon voranschreiten im Spiel. Ja, wie läuft das Spiel denn ab? Das Spiel läuft in zwei Sequenzen ab. Wir haben Sequenz A und Sequenz B. Und läuft natürlich in Sequenz A ab. Sequenz B ist eigentlich so eine Sequenz, wenn ich nichts mehr machen kann, dann muss ich meine Würfel neu würfeln. Aber wir gehen es jetzt auch der Reihe nach durch. Sequenz A läuft folgendermaßen ab. Ich habe optional, kann ich immer eine Karte an mein Playerboard spielen. Das Playerboard habe ich hier. Da kann ich also hier eine Karte dran spielen. Als nächstes nehme ich einen Würfel und jetzt kommt es gleich. Ich darf entweder natürlich kostenlos einen meiner Würfel nehmen oder ich darf, wenn ich eine Ressource bezahle, und die Ressourcen haben wir hier oben, das sind die Diamanten, sage ich jetzt mal, wenn ich da eine Ressource bezahle, dann darf ich mir auch einen Würfel eines Mitspielers nehmen. Außer der Würfel ist im sicheren Bereich, dann darf ich ihn natürlich nicht nehmen. Und warum sollte ich mir vielleicht einen Würfel von einem Mitspieler aussuchen? Es könnte natürlich sein, dass ich schlechter gewürfelt habe und ich möchte einen Würfel haben, der einfach eine größere Zahl anzeigt. Und dann ist es natürlich für mich günstiger, ich nehme einen Würfel von einem Gegner. Aber hier liegen eigentlich im Moment auch gerade wirklich richtig viele gute Würfel. Ja, was ich dann mache, ist, ich führe eben mit diesem Würfel eine Aktion aus, entweder hier auf der Black Angel oder eben hier auf den Weltraumteilen, Planteilen, wenn hier welche liegen. Noch liegen ja keine. Und als letztes gehe ich her und lege den Würfel wieder zurück, also den ich benutzt habe, lege ich hier wieder zurück und nehme mir entsprechend der Farbe auch eine neue Auftragskarte. Das ist Sequenz A, die ich natürlich gleich noch näher erkläre. Und Sequenz B wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit habe, mehr einen Würfel zu nehmen, beziehungsweise hier nur noch einen Würfel liegen, die mich nicht interessieren, dann kann ich Würfel neu werfen. Wenn ich noch eigene Würfel habe, auch wenn ich jetzt einen schlechten Würfel habe, dann würde ich auch Minus-Siegpunkte bekommen in Höhe der Augenzahl. Habe ich jetzt hier noch einen Nuller-Würfel liegen, dann macht es natürlich mehr Sinn. Habe ich hier aber noch einen Einser oder Zweier, würde ich halt eben auch Siegpunkte verlieren.
Ansonsten nehme ich einfach Würfel und zwar immer so viele Würfel, wie ich Roboter in den einzelnen Würfelbereichen stehen habe. Jetzt im Moment natürlich nur einen. Nehme ich also aus jedem einen Würfel raus, würfel ihn und lege ihn hier rein. Habe ich hier noch Würfel drin liegen gehabt, muss ich die vorher natürlich zurücklegen. Also ich kann nicht sagen, ich würfel jetzt noch ein paar Würfel mehr und habe dann nachher hier sechs Würfel drin liegen, obwohl ich hier nur einen Roboter habe. Das geht nicht. So, als nächstes mache ich in Sequenz B, das setze ich mein Spielertableau zurück. Das haben wir hier. Das heißt, habe ich hier schon was reingeschoben oder habe ich hier zum Beispiel schon Schrottmarker hier drauflegen, kommen die wieder zurück. Habe ich hier Karten angelegt, kommen die auch raus. Und dann ist mein Spielerboard im Endeffekt wieder zurückgesetzt und ich kann da wieder weiterarbeiten. Und als letztes bewege ich die Black Angel. Und zwar bewege ich die ein Feld vorwärts. Danach wird Folgendes gemacht. Danach wird das unterste Teil genommen, umgedreht und nach oben versetzt. Und dann geht das Spiel wieder weiter. Somit bewege ich hier die Black Angel Richtung Ziel sozusagen. So, dann gehen wir mal ins Detail und fangen mit Sequenz A an. Und bei Sequenz A kommt noch gleich hinzu, ich darf meine Würfel auch umdrehen. Und zwar jedes Mal, wenn ich einen dieser Schrottmarker, die ich habe, ausgebe, muss ich natürlich auf meinem Board haben, wenn ich die ausgebe, darf ich meinen Würfel umdrehen. Jetzt ist es natürlich so, macht jetzt hier natürlich keinen Sinn, wenn ich gute Würfel habe. Drei ist auch das Höchste. Und die Differenz zwischen der Vorder- und Rückseite ist immer 2. Das heißt, wenn ich natürlich eine 1 habe, weiß ich, okay, auf der anderen Seite ist eine 3, dann macht es natürlich auch Sinn, so einen Würfel mal umzudrehen. Und dann fange ich an. Und zwar darf ich als allererstes eine Karte spielen, wenn ich das möchte. Und ich habe hier ja drei verschiedene Kartenfarben und kann jetzt eine von diesen Karten an mein Board anlegen. Und zwar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Geld nehmen würde, drehe ich die Karte um. Das heißt, ich spiele die verdeckt aus und darf die hier an eine dieser sechs Stellen hier anlegen. Das heißt, ihr seht hier ja, hier sind farbige Pfeile. Hier dürft ihr überall eure farbige Karte anlegen. Und wenn ich die jetzt hier zum Beispiel anlege, dann darf ich jetzt dieses Blättchen aktivieren. Dieses Blättchen sagt mir jetzt, ich darf ein Raumschiff setzen. Also das heißt, ich kriege jetzt entweder ein neues Raumschiff hier in mein Lager oder also hier rein, sieht man es jetzt, ja, oder ich nehme dieses ein Raumschiff und darf es um zwei Felder bewegen. Und bewegen darf ich dann eben hier oben. Auch das zeige ich dann nachher nochmal genauer. So, das kann ich mit Karten machen. Noch ganz kurz was, ich darf auch Verwüsterkarten hier hinlegen. Und wenn ich eine Verwüsterkarte hier hinlege, aktiviere ich alle Plättchen in der Reihe. Macht natürlich in der ersten Runde nicht so viel Sinn, weil ich natürlich ja nur ein Plättchen in jeder Reihe liegen habe oder jeder Spalte. Deswegen macht es natürlich erst später Sinn, wirklich auch hier Verwüsterkarten hinzulegen. Ja, das ist also die Möglichkeit, die ich habe. Und dann kommt noch dazu, ich darf diese Technologien in beliebiger Reihenfolge auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei gelbe Plättchen liegen hätte, dann dürfte ich jetzt auch hergehen, also ich nenne jetzt hier einfach mal ein zweites, dann dürfte ich auch hergehen und dürfte dies zuerst spielen und dann das, egal in welcher Reihenfolge die einfach liegen. Gut, das ist das Thema Kartenspielen. Dies ist wirklich eine optionale Möglichkeit. Also wenn ihr Sequenz A auswählt, müsst ihr keine Karte spielen, ihr dürft eine Karte spielen. So, als nächstes führt ihr eine Aktion aus. Dazu nehmt ihr, wie ich vorhin schon gesagt habe, entweder einen eigenen Würfel oder einen fremden Würfel. Der kostet allerdings dann, wie gesagt, auch eine Ressource. Und wenn ihr den Würfel nehmt, ich sage mal, ich nehme jetzt einfach den grauen Würfel, dann darf ich den natürlich hier oben in den zwei grauen Aktionen, darf ich den einsetzen. Setze ich ihn jetzt hier ein, passiert sonst nichts, also das heißt, ich darf die Aktion machen und zwar natürlich mit der 3. Also das heißt, ich darf diese Aktion dreimal ausführen oder habe dann eben eine Reichweite von 3. Das kommt dann auf die Aktion an, das erkläre ich dann aber nachher in den einzelnen Aktionen. Setze ich das jetzt aber zum Beispiel hier rein,
Dann müsste ich zum Beispiel erst hier ausführen, was hier oben passiert. Also wenn eine Verwüsterkarte hier liegt, muss ich zuerst machen, was hier steht. Das ist der dauerhafte Effekt dieser Verwüsterkarte. Und danach dürfte ich die Aktion spielen. Was hier noch ist, wenn ich hier zwei Schaden liegen habe, dann ist das eine beschädigte Aktion und dann würde mein Würfel um eins reduziert. Das bleibt zwar die drei hier liegen, aber es wäre rein theoretisch ein Zweierwürfel. Also geht es um eins runter. So, ich kann zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt hier einen Würfel hinlege und ich kann diese Verwüsteraktion nicht ausführen, dann kann ich die Aktion trotzdem machen, verliere dann aber einen Siegpunkt, wenn ich das mache. So, als letztes, achso ja, wenn ich, was muss ich noch sagen, wenn ich eine Null habe, Null oder Sternchen, es gibt ein paar Nuller und es gibt ein paar Sternchen. Ne, die Sternchen sind, glaube ich, die Nuller. Ja, also die Sternchen sind die Nuller, sehe ich gerade. Ich dachte, es wären noch Nuller drauf. Nein, okay. Habe ich einen Stern und lege hier einen Stern drauf, dann hat mein Würfel eine Null sozusagen und dann hat natürlich mein Würfel keine Aktionsmöglichkeit. Das heißt, ich hab jetzt nicht die Möglichkeit, hier irgendeine Aktion mehrmals zu machen. Dann darf ich nur die Aktion ein Schiff kontrollieren ausführen und zwar dort auch nur von 2 bis 4. Also nicht den ersten Teil, ich darf kein Schiff bewegen, sondern ich darf nur 2 bis 4 ausführen, beziehungsweise ich muss dann sogar 2 bis 4 ausführen. Das ist also auch eine Möglichkeit zu sagen, ich lege den irgendwo hin, eine Aktion, um dann eben diese andere Aktion auszuführen. Ja, wenn ich das dann gemacht habe, kommt dieser Würfel, nachdem ich die Aktion gemacht habe, kommt hier wieder zurück auf diesen Platz und ich nehme mir dann entsprechend eine Karte hier weg. Also das heißt, ich habe jetzt einen grau-blauen Würfel genommen und nehme mir dann entsprechend eben diese Karte hier weg. So, das sind eigentlich erstmal, wie Sequenz A grob abläuft. Und wir würden jetzt hergehen und ich erkläre euch einfach mal die Aktionen, die es auf der Black Angel gibt. Nochmal ganz klar, bei den Aktionen, die Würfel müssen natürlich den Farben der Aktionen entsprechen. Und auch nochmal, wenn eine Aktion beschädigt ist, dann wird mein Würfelwert eben verschlechtert. So, als nächstes gehen wir mal her und machen Technologien entdecken. Also das heißt, ich habe hier die Aktion Technologien entdecken. Dafür brauche ich natürlich logischerweise einen gelben Würfel. Und wenn ich eine Technologie entdecke, dann geht es hier an diese Technologieplättchen. Und pro Aktivierung, also ich habe jetzt im Endeffekt drei Aktivierungen, darf ich mir ein Technologieplättchen nehmen, beziehungsweise die ersten zwei Technologieplättchen hier brauchen zwei Aktivierungen, sieht man hier, und die Plättchen hier brauchen auch zwei Aktivierungen, die Spezialplättchen. Das heißt, bei drei Aktivierungen könnte ich jetzt einfach auch sagen, okay, ich nehme mir hier das erste Plättchen und ich könnte mir sogar auch schon mal ein Spezialplättchen nehmen. Ich könnte jetzt sagen, ich mache das hier. So, wenn ich diese Plättchen genommen habe, mache ich Folgendes. Ich gehe an mein Spielerboard und jetzt darf ich die einschieben. Und auch hier seht ihr wieder die Pfeile. Und die Pfeile zeigen an, wo ich was einschieben darf. Alle farbigen Technologieplättchen, also die normalen, darf ich also von diesen sechs Seiten hier einschieben. Das heißt, wenn ich das jetzt hier machen würde, würde ich das jetzt hier hochschieben. Ich kann es aber auch natürlich hier reinschieben und dann kann aber auch hier oben sagen und schiebe das darüber. So. Wenn ich jetzt hier ein Spezialtechnologieplättchen habe, dann darf ich das nur hier an diesem schwarzen Pfeil oder hier an diesem schwarzen Pfeil einschieben. Das heißt, ich würde also jetzt hergehen und würde das hier reinschieben. Woanders ginge jetzt eben noch gar nicht. Ihr seht, ihr schiebt mit diesen Technologieplättchen diese Technologieplättchen auch immer weiter und schiebt ihr das Technologieplättchen hier raus, dann nehmt ihr es einfach beiseite, behaltet es aber, weil es könnte eventuell am Schluss auch noch Siegpunkte geben, je nachdem, was ihr hier für Plättchen habt. Und zum Beispiel das hier, ne? Für jedes Grüne gibt es dann eben dann nochmal zum Beispiel Punkte.
So, und schiebt ihr ein Spezialtechnologieplättchen aus dem Board raus, dann müsst ihr es hier auch irgendwo anlegen. Wo ist erstmal egal, das dürft ihr einfach machen, wo ihr wollt. Solltet ihr irgendwann ein viertes hier rausschieben, ein viertes Spezialplättchen, dann nehmt ihr das auch wieder auf die Hand. Das gibt am Schluss immer 4 Siegpunkte. Also einfach beiseite legen. Es wird hier nicht ersetzt, sondern die drei, die ihr hier zuerst reinschiebt, die geben nachher an, was ihr noch an Siegpunkten bekommt. Und die anderen Plättchen geben einfach 4 Siegpunkte. So sehe das jetzt zum Beispiel aus. Ja, als nächstes machen wir die Reparatur der Black Angel. Das heißt, das ist diese Aktion hier. Und wenn ich auf diese Aktion gehe, brauche ich natürlich logischerweise hier eben einen grauen Würfel. Und wie hier schon gesagt, ich müsste jetzt rein theoretisch auf einen grauen Würfel hier erstmal einen Schadensmarker legen. Und zwar hier. Das heißt, dieser Würfel ist beschädigt. Was das bedeutet, erkläre ich dann später nochmal. Und ansonsten passiert nichts, weil nur ein Schaden hier drauf ist. Also wird mein Würfel sozusagen nicht reduziert. Dann dürfte ich jetzt hierher gehen und dürfte mir hier Schaden von der Black Angel runternehmen. Das heißt, jeden Schadenswürfel, der hier irgendwo drauf liegt, jeden von diesen roten, dürfte ich jetzt wegnehmen oder 3 Stück dürfte ich jetzt wegnehmen. Und jetzt liegen hier genau 3 Stück auch drauf. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt diese 3 Stück. Und von daher war das gar nicht mal schlecht, dass ich den Schaden hier mache, weil dann habe ich auch wirklich 3 Stück. Gehe jetzt wieder auf mein Spielerboard und jetzt darf ich Folgendes machen mit diesen 3. Ich darf sie entweder hier oben in mein Lager schieben. Ab dem Moment sind es nämlich Schrottmarker, wenn ich sie hier reinspiele. Oder ich darf sie hier auf diese Plättchen setzen und sofort diese Aktion auslösen. Das heißt, ich darf auch wieder in beliebiger Reihenfolge mir das hier nehmen, was hier steht. Ja, die Möglichkeit habe ich also. Von daher ist Schadensmarker von der Black Angel nehmen nicht nur, um die Black Angel mehr oder weniger zu retten, sondern ich habe hier wirklich auch nochmal einen richtigen Vorteil. Oder ich nehme sie zum Beispiel als Schrott, falls ich zum Beispiel wieder Würfel drehen will. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn man hier oben natürlich was drin hat, aber natürlich auch ganz gut, wenn man so zwischendrin mal was aktivieren kann. Ich lege die jetzt mal wieder zurück, um es dann nachher die anderen Sachen nochmal zu erklären. So. Das war das Thema Black Angel reparieren. Was hier noch dazu kommt, sollten hier irgendwo mal 2 Schadensmarker liegen und ich gehe hier drauf oder ich habe hier unten 2 Schadensmarker von mir aus, dann müsste ich immer zuerst den untersten, also den Zweier-Schadensmarker wegnehmen und dann den Einser. Und ja, ich muss aber auch nicht beide Schadensmarker wegnehmen. Ne? Wenn ich also hier insgesamt 5 Schadensmarker liegen habe, kann ich auch sagen, ich nehme jetzt einfach mal nur den weg, nehme da einen weg, nehme da einen weg und nehme den noch weg. Und das kann ich natürlich dann eben einfach machen, wie ich möchte. Ja, das nächste ist Verwüster zerstören. Das ist hier unten, dieses Feld, das ist die Aktion. Dafür brauche ich logischerweise einen grünen Würfel. Und auch hier müsste ich jetzt zuerst ausführen, was hier steht. Also ich müsste jetzt eine meiner Karten ablegen. Danach dürfte ich eben die Aktion ausführen. Könnte ich das, also wenn ich es kann, muss ich es auch machen. Könnte ich das nicht ausführen, ist wie gesagt so, dass ich eben hier einen Siegpunkt verliere und die Aktion dann aber trotzdem ausführen darf. Ja, Verwüster zerstören, eigentlich ganz einfach. Das heißt, ich gehe hierher und könnte jetzt mit diesen Zweien einfach diese 2 Verwüster hier zerstören. Liegt an irgendwo an irgendeinem Feld mehr als ein Verwüster, also das wird jetzt hier zwar nicht stimmen, aber wenn die zwei liegen, dann liegen die so übereinander und nur das oberste zählt und ihr seht hier, dass eben 2 Verwüster liegen. Es können auch nur 3 Verwüster da liegen, wird also eine vierte Verwüsterkarte mit der Nummer gezogen, dann wird die wieder abgelegt und es kommt eine neue Verwüsterkarte rein. So, das heißt also im Endeffekt gehe ich halt hierher, kann jetzt hier die 2 Verwüsterkarten rausnehmen und diese 2 Verwüsterkarten, die nehme ich auch noch auf die Hand. Das heißt, so komme ich auch noch an Verwüsterkarten ran. Ja, genau, was ich sagen wollte, wenn ich hier 2 liegen habe, ich glaube, das habe ich dann vor lauter anderem vergessen, wenn ich hier 2 liegen habe und ich kann jetzt 2 Verwüsterkarten zerstören und möchte hier was zerstören,
dann muss ich auch immer beide zerstören. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme die hier eine weg und hier nehme ich auch eine weg. Das geht nicht. Also entweder ich nehme dann hier beide weg oder ich nehme hier keine weg. Also ich kann bei den Verwüstern nicht hergehen und kann es aufteilen, wie ich möchte. Ich muss immer nur ein Feld komplett freiräumen, dann kann ich das nächste Feld freiräumen. Wenn ich das halt mit der Würfelanzahl nicht machen kann, dann kann ich im Endeffekt auch die Aktion nicht machen. So, jetzt kommt eigentlich so ein bisschen die größte Aktion, die wir haben, und zwar die Aktion ein Schiff bewegen. Diese Aktion haben wir hier dreimal, das heißt, die ist bei jeder Farbe dabei. Das heißt, auch hier gehe ich einfach her, lege meinen Würfel hier rein und darf jetzt hergehen und darf mein Schiff, kontrolliere ein Schiff. Das heißt, als erstes bewege ich ein Schiff. Ich nehme also eines meiner Schiffe hier, die ich hier habe, und darf dieses benutzen und bewegen. Oder ich habe auch schon hier eins auf dem Spiel, auf den Weltraumteilen, und darf dann natürlich mit einem Schiff dann eben hier auch weiterfliegen. So, jetzt nehmen wir mal das neue Schiff. Und das neue Schiff startet immer hier bei der Black Angel. Egal, wo die Black Angel steht, immer da startet dann ein neues Schiff. Jetzt habe ich hier einen Würfelwert, ich habe 3. Das heißt, ich darf mein Schiff um 3 bewegen. Ich darf aber nicht durch Asteroidenfelder. Das heißt, ich kann jetzt also 1, 2, 3 machen. Ich kann 1, 2, 3 machen. 1, 2, 3. Also überall, wo ich mit 3 hinkomme, darf ich eben mein Schiff hinbewegen. Und wenn zum Beispiel jetzt die Black Angel auf einem Asteroidenfeld stehen würde, wie hier oben, dann darf ich auch von diesem Asteroidenfeld an losfliegen, weil natürlich die Black Angel geschützt ist. Aber sollte ich am Ende, also sollte ich irgendwie hergehen und sagen, naja, ich stelle es einfach nur hierher, und sollte am Ende, wenn die Black Angel weiterfliegt, mein Schiff hier noch drauf liegen, dann wird dieses Schiff zerstört. So, was passiert dann danach? Danach ist es so, also ich stehe dann hier auf einem Feld, und auf einem Feld dürfen auch nur, also wenn ich hier ein Schiff einsetze, gleich vergessen, nehme ich auch immer sofort einen Roboter und setze den hier in mein Schiff rein. So wird ja natürlich angezeigt, dass es ja natürlich logischerweise mein Schiff ist, und dafür brauche ich ja natürlich auch die Roboter. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Roboter drin sitzen, fliege irgendwo hin. Auf einem Feld dürfen immer nur 2 Spieler je ein Schiff sitzen haben. Es dürfen also nie irgendwie 3 Schiffe in einem Feld sein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Auftragskarte zu platzieren. Jetzt habe ich einen grauen Würfel genommen, bin natürlich auch auf ein graues Feld geflogen, was dann in dem Sinne, Fall wirklich Sinn macht, weil die Auftragskarte, die ich spiele, muss die gleiche Farbe haben wie der Würfel, den ich gespielt habe. Und das ist so ein bisschen das, was dann tricky ist. Habe ich dann vorhin zum Beispiel die Karte schon benutzt, um hier sie an mein Board anzulegen, dann habe ich jetzt keine mehr, habe vielleicht vorher noch keinen grauen Würfel benutzt, dann ist es natürlich blödsinnig, mit einem grauen Würfel zu fliegen, wenn ich noch eine Auftragskarte legen möchte. Jetzt bin ich mal nicht hierher geflogen, ich sage mal, ich bin hierher geflogen und lege diese Auftragskarte hier drunter, setze mein Schiff hier an. Und ich nehme auch wieder einen Roboter aus dem Pausenraum und setze diesen Roboter hier drauf. Und hier steht dran, ich bekomme dafür einen Siegpunkt. Das heißt, den nehme ich mir dann. Habe ich diese Karte gesetzt, dann ist diese Karte im Spiel. Und andere können zum Beispiel dann auch hierher fliegen. Ihr seht hier, ja, ich habe hier 2 Plätze auf dieser Karte. Und wie immer gilt natürlich die Regel, es dürfen bloß 2 Spieler jeweils hier drauf sein mit jeweils einem Schiff. Aber ich habe diese Karte hier auch schon markiert, dass sie ja meine Karte ist. Also ich brauche hier eigentlich gar nicht sitzen bleiben. Ich kann mit diesem Schiff nachher weiterfliegen. Was die Karte genau macht, erkläre ich dann später nochmal. Es gibt nämlich auch nochmal 2 verschiedene Karten. Es gibt Neutralisierungsaufträge und Aktivierungsaufträge. So, Karten dürfen natürlich nur einmal gelegt werden. Also ich darf auf einem Feld logischerweise keine 2 Karten haben. Ich darf aber, sollte hier schon ein anderes Schiff platziert sein von einem anderen Spieler, der aber keine Karte gelegt hat, darf ich hier trotzdem meine Karte hinlegen, und dann sind eben diese beide Schiffe hier in diesem Raum und können diese Karte dann mehr oder weniger beanspruchen.
oder den Effekt der Karte beanspruchen. So, als nächstes erscheinen jetzt aber noch Verwüster. Das heißt, ich habe diese Karte hingelegt und jetzt zähle ich alle Felder, die drumherum sind, die Verwüster-Symbole aufzeigen. Das sind die zwei. Und so viele Karten, Verwüsterkarten ziehe ich also eine Verwüsterkarte. Habe jetzt hier die 4, das heißt, es kommt noch einer hierher. Ich nehme noch einen Schadensmarker, das heißt, diese Aktion ist definitiv schon beschädigt. Es können auch nur zwei Schadensmarker hier reinkommen, aber es können auch noch mehr Verwüsterkarten hier reinkommen. Ich muss im Endeffekt dann versuchen, hier sowohl die Verwüsterkarten zu zerstören, als eben auch hier wieder die Aktion sozusagen wieder freizusetzen, was aber ja auch wieder nur geht, wenn ich hier reingehe, was natürlich in dem Fall ein bisschen doof ist. Gut, und ich nehme eine zweite Verwüsterkarte und die zeigt die 5. Das heißt, die Verwüsterkarte kommt hierher und ich lege hier auch wieder einen Schadensmarker her. Klar, ihr deckt mit der obersten Karte immer die unterste ab. Also es ist immer dieser Effekt dann auch der Effekt, der triggert, wenn ihr hier euren Würfel drauflegt. Und dann zum Schluss kommen dann eben noch neue Technologien. Wenn ich also hier eine Karte gespielt habe, dann zeige ich die euch nochmal gleich genauer. Das sieht dann so aus und ihr habt hier links oben zwei Technologieblättchen. Und diese Technologieplättchen kommen jetzt ins Spiel. Und zwar folgendermaßen. Wir haben ja vorhin hier Technologieplättchen gezogen. Und ihr habt auch gesehen, ich habe die auch nicht hochgerutscht oder sowas. Ah, hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier kommt gleich ein neues hin. Hier oben passiert nichts. Das heißt, egal, wenn die jetzt auch so gelegen wären, die rutschen nicht irgendwie runter oder so, sondern die bleiben so. Und jetzt gehe ich her und ich habe hier zuerst ein graues Symbol und lege hier das Graue hier rein und dann habe ich ein grünes Symbol auf der Karte und dann rutsche ich wirklich hier hoch und lege ein grünes Technologieplättchen hier rein. Sollten die hier oben rausrutschen, kommen sie aus dem Spiel bzw. auf den Ablagestapel. So, das ist das Thema Aktionen auf der Black Angel. Das heißt, wir haben jetzt die vier Aktionen, oder die, ja, es sind ja im Endeffekt vier Aktionen gemacht, die es auf der Black Angel gibt. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit der Aktionen auf dem Weltraumplanteil. Dafür lege ich jetzt hier einfach nochmal was hin. Es gibt nämlich zwei verschiedene. Es gibt hier einmal die Neutralisierungsaufträge. Die werden immer ausgelöst, wenn dieses Spielplanteil wegkommt. Was dann passiert, wenn die Black Angel sich bewegt? Am Ende von Sequenz B. Dann wird dieses hier weggenommen. Ist das dann euers? Bekommt ihr auf jeden Fall diesen Effekt. Oder ihr seid hier mit dem Schiff drauf, dann bekommt ihr auch diesen Effekt. Allerdings kommt Schiff und Roboter dann auch raus aus dem Spiel und kommen wieder in den Vorrat. Also nicht hier rein, sondern kommen in den allgemeinen Vorrat und ihr müsst es wieder aktivieren. Und die Karte kommt natürlich auch weg. Diese Karte, die kommt zu euch und dann passiert Folgendes. Also wenn diese Karte aus dem Spiel kommt, dann wird diese Karte hier angelegt. Und zwar immer natürlich an das entsprechende Feld. Ne? Also hier habe ich jetzt grau oder blau, so ein bisschen graublau. Dann lege ich die hier einfach drunter. Ja. Ach ja, nicht so einfach. So, und habe die hier angelegt. Das bedeutet, dass es zum Schluss einfach auch nochmal Siegpunkte gibt. Das passiert natürlich auch mit den anderen Aufträgen. Ne? Also die anderen Aufträge sind Aktivierungsaufträge. Die Karten kommen natürlich auch aus dem Spiel, wenn der Spielplanteil wegkommt. Allerdings werden diese Karten dann nicht aktiviert, sondern sie sind einfach weg. Diese Karten werden aktiviert mit Würfel. Und ihr seht hier 1 bis 3. Also ihr braucht einen Würfel, der eine 1 oder eine 2 oder eine 3 anzeigt. Dann setzt ihr den Würfel hier drauf und dann aktiviert ihr das, was hier steht, wie ihr eben hier auch diese Aktionen aktiviert. Also es heißt, weitere Aktivierungsmöglichkeiten, weitere Möglichkeiten mit euren Würfeln was zu machen. So, das sind die Aktionen im Weltraum. Wenn jetzt zum Beispiel das meine Karte ist und weiß würde jetzt hierher fliegen, aktiviert das Ganze mit einem gelben Würfel, darf dann also diese Aktion dreimal machen, weil der Würfel ja eine 3 anzeigt.
Und ich darf diese Aktion dann auch einmal machen, ohne einen Würfel zu setzen, weil es ja meine Karte ist. Das heißt, also wenn ihr hier Aktivierungskarten habt, Aktivierungsaufträge, dann werden die auch immer getriggert für euch einmal, wenn eben ein Mitspieler auf diese Karte geht und diese Karte aktiviert. Ja, das war jetzt Sequenz A. Und jetzt kommen wir zu Sequenz B. Und Sequenz B kann, wie gesagt, jederzeit ausgeführt werden, macht aber wahrscheinlich nicht jederzeit Sinn. Meistens macht man es natürlich, wenn man keine Möglichkeit hat, mehr an Würfel zu kommen. Und ihr könnt dann, wenn ihr Sequenz B macht, einfach hergehen und pro Roboter, den ihr hier in diesen Bereichen habt, euch einen Würfel nehmen und diesen Würfel werfen. Also das heißt einfach einen neuen Würfel würfeln und die wieder hier reinsetzen. Jetzt ist Folgendes, habt ihr vielleicht in einem zwei oder drei stehen, wie hier zum Beispiel, hätte ich jetzt drei hier drin, müsste ich auch alle drei Würfel nehmen. Ich darf dann nicht auf einen Würfel verzichten. Ich muss so viel Würfel nehmen, wie ich kann und darf. Das heißt, hätte ich jetzt natürlich hier vier drin stehen, hier sind aber nur drei Würfel drin, darf ich natürlich, kann ich auch nur drei Würfel nehmen. So. Das bedeutet in dem Fall, ich müsste auch diesen Schadenswürfel nehmen. Den Schaden, der kommt weg, der kommt also wieder in den allgemeinen Vorrat und ich verliere einen Siegpunkt dafür, bekomme aber natürlich dann alle Würfel. So, und wenn ihr dann eben diese Würfel habt, dann werft ihr die wieder, legt die wieder hier rein. Danach passiert Folgendes. Ihr dürft hier, wenn ihr die Würfel nehmt, habe ich gerade noch vergessen, wenn ihr die Würfel nehmt, dürft ihr auch eine Ressource ausgeben, allerdings nur eine Ressource, um einmal einen Würfel hier in den Sicherheitsbereich zu legen. Am besten nimmt man natürlich wahrscheinlich einen großen Würfel und vielleicht noch einen, den man nicht so oft hat. Dann kann mir jetzt keiner eine gelbe Aktion wegnehmen, eine gelbe gute Dreieraktion. Das heißt, ich würde diesen Würfel hier reinlegen und den Würfel, der ist wirklich gesichert, den darf mir auch keiner wegnehmen. Wenn ihr dann aussuchen dürft, welche Würfel ihr nehmt, dann darf dieser Würfel eben nicht ausgesucht werden. So, als nächstes passiert Folgendes. Als nächstes wird das Spielertableau ja zurückgesetzt. Da habe ich ja vorhin gesagt, da passiert dann Folgendes. Sagen wir mal, ich habe das so und ich habe vorhin noch diese grüne Karte gespielt, dann liegt das jetzt hier so. Jetzt würde ich hergehen und nehme diese Marker hier raus und lege sie hier oben in meine Ablage. Das heißt, ich habe neue Schrottmarker. Diese Karte kommt weg, die kommt auch ganz raus. Und diese Karte, die bleibt hier liegen. Das heißt, für die Karten bekommt ihr nachher noch Punkte. Dann habe ich mein Spielertableau zurückgesetzt und als nächstes passiert dann Folgendes. Als nächstes wandert die Black Angel weiter. Jetzt geht die Black Angel hier hoch, das heißt, sie wandert eben ein Feld weiter. Das hier unten, das Planteil kommt weg. Natürlich kommt die Karte hier weg, haben wir vorhin ja schon gezeigt. Wenn es eben eine Karte ist, die einen Neutralisierungsauftrag hat, dann wird der jetzt ausgeführt. Ansonsten kommt diese Karte, wie ja schon gezeigt, hier eben unter euer Board. Und dieses Spielplanteil wird umgedreht und hier oben angelegt neu. Das heißt, schiebt das Ganze dann wieder runter, normalerweise dann eben hier wieder an den Plan ran und habt dann eben die nächste Ausgangssituation. Das heißt, so bewegt sich eben die Black Angel weiter. Gut, alle Roboter und Schiffe, die hier jetzt rauskamen, kommen zurück, die kommen raus, die kommen also in den allgemeinen Vorrat. Das heißt, die sind weg für euch. Das heißt, wenn ihr hier unten noch Schiffe stehen hattet, sind sie in dem Moment einfach weg. Und jetzt geht es noch weiter. Wir haben ja hier oben dieses Blättchen, das ihr hier seht. Jetzt bin ich noch eingeblendet, da seht ihr es nicht. Jetzt zeige ich es mal so. Hier oben habt ihr noch dieses Blättchen. Und sollte der Spielplanteil irgendwann so weit sein, dass dieses Blättchen umgedreht wird, also das heißt, wenn dieses Spielplanteil irgendwann hier unten liegt und sich die Black Angel so weit wegbewegt hat und jetzt wird dieses Planteil umgedreht, dann wird dieses Teilchen weggenommen,
der Plan kommt hier oben hin. Und hier kommt auf die Mitte dieses Teil. Und das ist auch das Ziel. Das heißt, damit wird auch, ich zeige das nochmal hier so, dann seht ihr das besser, genau. Ich kann ja einfach mal das einfach auch so machen, wäre auch geschickt. Genau. Und dann seht ihr hier, das heißt, wenn die Black Angel irgendwann hier drauf ist, dann wird das Spielende ausgelöst. Das ist eine von zwei Möglichkeiten, wie das Spielende ausgelöst wird. Ja, dann kommen wir auch schon zum Spielende. Wir haben Sequenz A, wir haben Sequenz B. Mehr gibt es eigentlich auch nicht. Wir haben diese Aktion durchgegangen und jetzt sind wir auch schon im Spielende. Und am Spielende passiert Folgendes. Es gibt eben erstmal zwei Auslöser. Wir haben den Auslöser, die Black Angel landet eben auf diesem Space-Plättchen. Oder die Verwüsterkarten sind komplett alle. Das heißt, wenn die hier nicht mehr da sind, dann wird eben auch das Spielende ausgelöst. Ich habe hier noch was vergessen. Beim Aufbau, und zwar kommen bei drei Spielern hier 6 Karten raus und bei zwei Spielern kommen hier nochmal 12 Karten raus. Wird das Spielende ausgelöst, wird die Runde immer komplett fertig gespielt und danach gibt es nochmal eine neue Runde. Sollte das über die Verwüsterplätzchen gegangen, Verwüsterkärtchen gegangen sein, werden die neu gemischt, also der Ablagestapel, und wird hierher gelegt, weil ja noch mal was passieren kann. Bei der Black Angel dann natürlich nicht mehr. Was nicht mehr passiert, ist, dass die Black Angel weiterfliegt. Also auch wenn ihr es nur über die Verwüster, also wenn die Verwüsterkarten sozusagen die Black Angel dann eigentlich zerstört hat, wird auch die Black Angel logischerweise nicht mehr weiterfliegen, wenn sie das Ziel erreicht hat, natürlich auch nicht. Solltet ihr nur die Möglichkeit haben, die Sequenz B auszuführen, könnt ihr hier auch passen. Ihr könnt sie aber auch ausführen. Allerdings, wie gesagt, passiert mit der Black Angel einfach nichts mehr. Ja, ansonsten kommen zum Schluss eben noch alle Schrottmarker von eurem Tableau hier oben hin. Also alles, was hier so lag, kommt hier oben hin. Und dann werden auch die Siegpunkte gezählt. Und für die Siegpunkte werde ich auch nochmal hier drauf gehen. Und zwar, ihr kriegt natürlich die Siegpunkte, die ihr hier logischerweise auf dem Plan schon habt, dann bekommt ihr nochmal 4 Siegpunkte für jedes Spezialtechnologieplättchen, das ihr habt. Und ich suche jetzt gerade nochmal was raus. Und dann bekommt ihr auch nochmal Siegpunkte für jede Karte, die hier noch dran liegt. Ne? Also wenn ihr hier Spezialtechnologieplättchen liegen habt und ihr habt hier noch Karten dran liegen, das sieht dann so aus, dann bekommt ihr hier auch noch jeweils 2 Siegpunkte für jede Karte, die hier dran liegt. So, solltet ihr wie hier 2 Spezialtechnologieplättchen haben, die sich gleichen, dann geht das nur, wenn natürlich auch die, die Bedingungen nicht die gleichen sind. Also, das heißt, also die Plättchen nicht die gleichen sind. Ihr könnt also jetzt nicht für dieses hier alle grauen Plättchen zählen und dafür nochmal alle grauen Plättchen. Das macht keinen Sinn, sondern ihr müsstet natürlich dann dementsprechend auch nochmal andere Plättchen haben. Deswegen macht diese Kombi zum Beispiel auch keinen Sinn. Also ihr kriegt eben nur Sonderbonus eben für einmal und nicht für zweimal die gleichen. So, ja, wenn die Black Angel Space erreicht hat, dann könnt ihr, wenn also wir das hier geschafft haben, dann dürft ihr aus dem Pausenraum alle Roboter nehmen. Ihr dürft aus eurem Lager alle alle Ressourcen und wenn ihr noch Schiffe habt, auch alle Schiffe nehmen. Die zählt ihr einfach zusammen, teilt sie durch 2 und bekommt das dann eben auch noch als Siegpunkte. Das passiert allerdings, wie gesagt, nur, wenn ihr auch das Ziel erreicht habt mit eurer Black Angel. Sollte es eben über die Verwüsterkarte zum Ende gekommen sein, gibt es hierfür keine Punkte mehr. Ja, und das war es auch schon. Und es gibt auch keinen Tiebreaker. Das heißt, sollten 2 eben die gleiche Punktzahl haben, dann haben eben einfach beide auch gewonnen. So, das waren die Regeln zu Black Angel.
hört sich eigentlich auch gar nicht viel an. Es ist im Prinzip auch gar nicht. Ich setze Würfel, ich mache die Aktion, ich muss ein paar Sachen beachten, was das Spiel natürlich ganz klar ausmacht. Ich muss gucken, wann ich welche Karten irgendwie setzen kann. Welche Karten habe ich denn noch auf der Hand? Welche Würfel habe ich noch dazu? Hat vielleicht noch jemand anders einen guten Würfel? Kann mir vielleicht vorher jemand einen Würfel wegnehmen? Das heißt, habe ich da einen Dreierwürfel liegen, den ich eigentlich nicht verlieren möchte. Die anderen haben aber vielleicht dann nur eins oder sogar Nuller Würfel liegen. Dann ist vielleicht für mich praktischer, ich mache jetzt die Dreieraktion zuerst, sonst ist vielleicht der Würfel weg. Also das sind so die Dinge, die natürlich dieses Spiel ausmachen. Und ich bin mal sehr gespannt morgen drauf. Also ich freue mich drauf. Es war ja so ein bisschen gemischt von den Gefühlen her, wie ich an das Spiel rangehe. Und auch die Rezensionen waren öfter mal sehr gemischt. Aber so auch jetzt nochmal beim Erklären, denke ich mir, ja, da steckt schon einiges dahinter. Man muss schon wirklich genau gucken, wann man was macht und welche Karten man dann spielt und wann ich hier was mache oder ob ich hier eine Auftragskarte spiele oder nicht. Oder fliege ich lieber weiter nach vorne und nehme eine Auftragskarte, die ich öfter auswählen kann, setze ich lieber hinten welche hin, die mir dann nochmal Punkte geben, wenn der Spielplanteil wegkommt. Also es sind schon tricky Geschichten und ich bin echt mal gespannt. Es wird mit Sicherheit auch wieder ein Spiel, das man nach dem ersten Mal nicht wirklich gut kann. Man kann es dann vielleicht rein technisch spielen, aber wirklich gut spielen wird einfach auch ein paar Spiele benötigen. Und ja, also wenn das nicht komplett floppt, dann wird das Spiel mit Sicherheit auch schon ein paar Mal auf den Tisch kommen, definitiv. Gut, ich hoffe, die Regeln waren verständlich erklärt, so dass ihr im Endeffekt gleich loslegen könnt. Wie gesagt, bei den Verwüsterkarten hatte ich vergessen, dass welche rauskommen. Das muss ich nochmal in den Aufbau mit reinschreiben. Und ansonsten habt ihr vielleicht Lust und Zeit, noch mit reinzugucken am 19., wenn wir live spielen. Und wenn nicht, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wünsche euch noch was und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.